Grüße Sie, meine Damen und Herren. Heute ist der 25.10.2016 und ja, ich versuche mir eigentlich in schweren Zeiten mit ein wenig Musik den Kopf frei zu halten. Und jetzt machen wir ein bisschen Unplugged und da ein Blättchen selbst geschnitzelt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch ganz kurz sagen, also liebe Kinder, ich verstehe das sehr gut, dass Sie hier in einer Gesellschaft aufgewachsen sind und man Ihnen hier Werte vorgespielt hat, die heute eigentlich in den Abgrund führen. In der heutigen Zeit geht es, glaube ich, nicht darum, nur Karriere zu machen mit allen Mitteln. Es geht auch nicht darum, sich einen Intellekt zuzulegen, damit man sich intelligent von den Tatsachen ablenken kann. Ich finde es äußerst traurig, dass gerade die Verantwortlichen, die täglich ihr Geld verdienen, und zwar damit eigentlich ein Vorbild zu sein, es nicht geschafft haben, einer Jugend eine Welt oder Kindern eine Welt zu ermöglichen, in der man nicht Wert legt darauf, so viel wie möglich zu besitzen,
sondern wahre Werte vermitteln. Ich habe schon seit längerem darauf hingewiesen, dass alles, was passiert, in einem Code festgehalten ist. Und der Code und der Speicher ist das Universum. Es spielt hier überhaupt keine Rolle, was Sie hier glauben oder nicht glauben, denn es gibt alles schon. Es gibt jede Möglichkeit und daraus und in dieser Möglichkeit auch jede individuelle Möglichkeit. Wie das dann im konkreten Einzelnen abläuft, das bestimmen Sie selber. Aber grundsätzlich können Sie die Regeln des Universums nicht ändern, auch nicht als Menschen, schon gar nicht als Präsidenten oder als Regime oder Terrorbrigaden. Es ist einfach leider so, dass wir in den nächsten Jahren massiv unter folgendem leiden werden. In Amerika wird es wahrscheinlich vorher beginnen. Man hat hier einfach auf eine Industrie gesetzt. Politiker, das verstehe ich schon, die brauchen Einnahmen. Und da macht man gar keine langen Geschichten. Man unterstützt hier Industrien, wie zum Beispiel eine Videospielindustrie. Also seien Sie mir nicht böse, wenn Sie hier keine Videospiele, Zombiespiele, wo man Leute zerfetzt und so weiter. Gell? Also da gibt es wirklich so abartige Spiele im Handel zu kaufen, dass man das heute ein 10- oder 12-Jähriger spielt, man sich nicht wundern muss, dass der Jahre später wirklich psychische Probleme hat. Nur das liegt nicht am Jugendlichen, meine Damen und Herren, oder auch an den Kindern. Das liegt an der Verantwortung eines Erwachsenen, der hier mit seinem Handeln ganz klarerweise dem Kind eben als Vorbild dient. Und wir brauchen uns als erwachsene Gesellschaft hier nicht rühmen, denn das, was wir hier in Wahrheit gemacht haben, wissen Sie, ein Fortschritt, ja, den kann man materiell auch machen. Nicht? Der materielle Fortschritt, der passiert sowieso. Es fragt sich nur, auf welche Kosten. Und ich denke persönlich, und da werden mir viele Experten recht geben, also ein Fortschritt kann nur dann stattfinden, wenn alle Beteiligten einen Nutzen daraus haben. Und zwar alle Beteiligten, gell? Die Weltbevölkerung. Ja, wenn hier nur einzelne Abstriche einen Vorteil daraus ziehen, dann ist es de facto so, dass das ein Fass ohne Boden ist und wir die Folgen dieser ganzen Dinge nicht mehr abschätzen können. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich werde jetzt dann noch ein Video heute machen oder vielleicht morgen früh dann, obwohl morgen früh bin ich am Arbeiten. Was ich heute auch am Finanzamt Baden erlebt habe oder was die Justiz hier im Fall Lannecker aufführt, das ist eigentlich so hochkriminell. Man scheut sich einfach davor, einem Einzelnen zu glauben, auch wenn dieser Einzelne hier innerhalb eines Bundessystems wirklich unglaublichste Machenschaften aufdeckt, die mich natürlich auch selbst betreffen, dass ich gerade meiner Erbschaft beraubt wurde in Tirol, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, ich finde es ganz normal, dass das Elternhaus an die Kinder weitergegeben wird, dass die Kinder sich um ihre Eltern kümmern dürfen. Was hier in Österreich und in Wörgl jetzt passiert ist, das ist einfach seit 2 Jahren hochkriminell. Mittlerweile habe ich nicht einmal mehr, scheinbar das Telefon ist abgemeldet. Ich werde hier einfach in einer Situation hineingestellt, wo ich sage, es ist eigentlich viel einfacher, mir endlich Glauben zu schenken und an den Ursachen hier zu arbeiten und nicht da mit 1000 anderen Ablenkungsmanövern sich aus Fehlern herauszumanövrieren. Und zwar, wenn eine Person hilflos ist, und unter hilflos meine ich, dass diese Person sich nachher gar nicht erinnern kann, was da gerade passiert, das nenne ich hilflos, unabhängig jetzt, ob das dann meine Frau ist, die wir heute seit 2 Tagen eigentlich vermisst ist und die ich suche, was man meiner Frau angetan hat. Also, wie gesagt, ich arbeite nach wie vor an diesem authentischen Dokumentar
Film, um Ihnen allen zu zeigen, wie abgrundtief Österreich da wirklich agiert und wie viele Personen hier schon drinstecken, die einfach zu feig waren oder sind, aufgrund ihrer Karriere einmal zu sagen, okay, stopp, auch wenn ein Minister oder wer auch immer hier Anweisungen gab. Da möchte ich schon eines noch hinzufügen. Ich sage es, heute bei der Polizei Dreiskirchen, das war ausnahmsweise eine super Sache, sehr gepflegt und ordentlich, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie eine Behörde arbeiten sollte. Was ich heute im Finanzamt Baden erlebt habe, nachdem man meine EU-ID-Nummer einfach stilllegt oder einschränkt oder hinter meinem Rücken auflöst, das ist schon erstaunlich, weil ich eben vor nunmehr 20 Jahren, jetzt sind es ungefähr genau 20 Jahre, wo ich das Bundesbautenverbrechersystem und Wesen aufgezeigt habe, da geht es ja um hunderte Millionen Schillinge. Es ist grundsätzlich vielleicht ein bisschen geändert worden, aber ob das dann tatsächlich durchgezogen wird oder nicht, obliegt dann den einzelnen Abteilungen und ob das dann auch ordentlich gemacht wird, das muss man halt prüfen. Wie gesagt, wenn eine Bundesbehörde kommt und sagt, dann stellen Sie das einfach in Rechnung, auch wenn Sie das gar nicht gearbeitet haben, weil wir prüfen uns ja nicht selber, das ist schon höchst fraglich. Ich verstehe das schon, die Schmerzen, die ein österreichischer Finanzminister, gell, Herr Schilling, hat. Schelling, das mag auch sein, dass Sie da persönlich gar nichts dafür können, gell? Nur in Wahrheit können wir alle Österreicher etwas dafür, dass sowas wie die Hypo Adria passiert ist, dass so etwas wie Eurofighter passiert ist. Wir Österreicherinnen und Österreicher alle zusammen, wir sollten darüber nachdenken, nicht welche Karriere oder Laufbahn wir da einschlagen, sondern welche Welt wir morgen unseren Kindern überlassen. Denken Sie dran, das Leben ist eine tolle Sache, aber man kann als Mensch nicht voraussagen, wie lange das Leben dauert. Das kann jede Hundertstelsekunde zu Ende sein. Und jetzt noch kurz ein bisschen Musik und das Schlusswort. Wer seine Kinder wirklich liebt, die Kinder sind die Zukunft, der wird sie nicht weiterhin in ein System führen, das in den Abgrund und in die Irre leitet. Das ist mein Slogan für 2016. Ich ersuche hier schon, dass unsere Gesellschaft, nicht nur in Österreich, sondern weltweit auch erkennt, das Konsumverhalten, das die meisten Menschen hier bereits an den Tag legen, ist schon höchst fragwürdig. Ich finde es eigentlich schon fragwürdigst, dass man weiß, welchen Schaden Autos anrichten, welchen Schaden. Ich frage mich nur, ob man dann auf Autos auch solche widerlichen Bilder gibt wie Auto-Amokfahrer. Da können sie auch Werbeflächen aufpicken von zerfetzten Körpern und so weiter, so wie es bei den Zigaretten machen. Es ist halt hier ein geschicktes Manövrieren. Aber in Wahrheit ist es nichts anderes als von oben herab Marionetten bewusst zu schaffen. Und das Volk ist einfach die Marionette der nationalen Politik und die nationale Politik ist Marionette der weltweiten Industrie. Das betrifft die Amerikaner genauso wie alle anderen. Anstatt hier an einem Strang zu ziehen, es gibt Projekte, ja, wie zum Beispiel die Abschirmkammer und ganz andere Experimente, Gravitation etc., die hier sehr geheim stattfinden, wo Chinesen, Russen, Amerikaner, wirklich alle großen Nationen zusammenarbeiten. Auf einen wissenschaftlichen Faktor hin, man muss nur fragen, wie wird das dann weiter benutzt, wenn eine Errungenschaft hier gefunden wird oder ein Phänomen gefunden wird, das der Menschheit sehr gut helfen könnte, wie zum Beispiel eben die Energie einer Sonne, kann man sehr wohl in einer Glasflasche, gell, schon produzieren. Also, dass eine EU hunderte Millionen in kaputte Atomkraftwerke hineinbuttert, zum
Zeta bzw. TTIP gibt es ja eigentlich nur eines zu sagen. Es gibt ja auch ein mexikanisches Programm vor 20 Jahren. Fahren Sie mal nach Mexiko, Herr Minister Mitterlehner. Da werden Sie ja schnell sehen, was eben aus den Kleinbetrieben tatsächlich geworden ist. Dass Kanadas Minister oder Verantwortliche nur Vorteile sehen, ist mir schon klar. Wenn ich heute ein Produkt verkaufen will, dann werde ich natürlich nichts sagen, was schlecht ist, gell? Ich will ja das Ding verkaufen. Wir müssen halt davon abgehen. Wir sollten erkennen, dass man das Leben nicht verkaufen kann, weil sonst verliert man es. Ja, dann noch einmal. Danke fürs Zuhören. Vielleicht nehmen Sie sich meine Worte zu Herzen. Wenn ich es schaffe, werden Sie auf meiner Seite Walter Lanecker, Präsidentschaftskandidatur, wirklich feststellen, dass ich schon vor langem über ein Wahlsystem berichte, das in sich Manipulationen vom System her schon zulässt. Wie gesagt, das sind nur kleine einzelne Sachen. Was mich interessiert, ist eine globale Lösung. Ich habe auch zu den Flüchtlingen vor Jahren schon eine Lösung im Internet veröffentlicht, auch an die Leaders of the World eine To-Do-List gesendet. Ich frage mich nur, warum man hier nach wie vor so tut, als wäre das ein unlösbares Problem. Frau Merkel, laden Sie mich ein, ich erkläre Ihnen wirklich, wie man das Flüchtlingsproblem sofort ad hoc in den Griff kriegen kann. Denn dieses Problem ist ein rein politisches Problem geworden. Die Waffenindustrie, die eigentlich in allen großen Nationen ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist. Und diese Waffenindustrie ist ja interessiert an Kriegsführung und nicht an Friedensführung. So, Sie müssen sich halt als Präsident oder Kanzler mal überlegen, was könnte man tun, damit Kindern Freude und der Glaube an eine Zukunft gegeben wird. Ich glaube nicht, dass das sein kann. Ich habe auch Cowboy und Indianer gespielt und habe Western und solche Sachen geschaut als Kind. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Nur parallel dazu hat es eben sehr klare Linien gegeben. Es hat wirklich für mich persönlich in meiner Familie Vorbilder gegeben, die wirklich tolle Sachen leisten und im Prinzip nicht zum Nachteil anderer. So, 20 Minuten ist eine lange Zeit. Ich danke Ihnen, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag morgen, österreichischer Nationalfeiertag. Und würde mich sehr freuen, wenn ich erfahre, dass meiner Frau gut geht und sie im Krankenhaus ist und irgendwie aus ihrer doch Not ein wenig mehr geholfen wird. Ich würde mir wünschen, dass Österreich meine Person nicht weiter hier denunziert, verunglimpft und auch auf juristischem Wege regelrecht ausschalten will. Ich verstehe das schon alles, werte Richterinnen und Richter. Ist schon klar, wenn man einen Fehler gemacht hat, schwer das zuzugeben.
Ich bestehe auch gar nicht darauf, dass sie jetzt Richter bestrafen will, sondern ich bestehe nur darauf, dass sie hier einfach Akten, die schon zu hunderten Seiten getürkt und gefälscht werden, dann noch mit unglaublichen Gutachten vor Gericht falsch dargestellt werden. Man fragt sich ja nur, das alles auf Bundeskosten. Ich möchte jetzt echt einmal wissen, und ich lasse das jetzt einmal recherchieren, wenn ich meine Akten so durchschaue, das sind ja 25.000 Seiten, wovon das ja nur die sind, die ich habe, was das alles dem Bundesbürger gekostet hat. Sie müssen sich vorstellen, wenn gegen einen sozial Schwachen in Österreich, wo es stattfindet, immer auf Bundeskosten, was das dem Steuerzahler in Wahrheit kostet. Und ich rede jetzt noch gar nicht davon, dass sie alte Menschen regelrecht enteignen. Da geht es halt einfach um gute Information, wenn man weiß, dass ein nahen, direkten Verwandten oder das ist eine reinstehende Person, da werden die Häuser und so weiter gleich an den Staat vermacht, gell? Wenn man nicht schon enteignet wird zu Lebzeiten. Ja, wie gesagt, ich wünsche mir auch ein schönes Halloween. Ich finde es halt nur traurig, man muss sich kein Clown-Kostüm anziehen, um hier Terror zu machen. Gell? Das ist, da können sie ja gleich die Burka anziehen. Gell? Man vermummt sich bis zur Unkenntlichkeit und dann fühlt man sich großartig. Wissen Sie, ich mache gar nichts anonym. Wenn ich irgendwo anrufe, dann sicher mit meiner Nummer, da können Sie auch zurückrufen, damit Sie 100% sicher sind, dass ich das bin. Alles andere, was hier anonym oder ohne meine Nummer stattfindet, oder das ich nicht persönlich wirklich unterschrieben habe, das kann auch nicht von mir sein. Und jetzt noch ein kleiner Appell an Sie, werte Gutachter, von Tantendorfer bis Wörgötter und Co. Warum lügen Sie? Warum haben Sie es als Mensch eigentlich notwendig? Und ich sage jetzt einmal, es geht ja gar nicht darum, was Sie für Gutachten da machen. Da geht es einfach darum, dass man wirklich den Mut hat, zur Kenntnis zu nehmen, da ist ein Mensch, der spricht von Behördenwillkür, von Terror durch gewisse Kreise. Und weil man das als Gutachter oder Sachverständiger nicht hören will, schreibt man hinein, das sind Wahnvorstellungen. Auf die Frage hin, dass ich so einen Arzt vor mir sehe, frage ich den einmal, so, Entschuldigung, haben Sie schon einmal Videos gesehen, wo man das sieht, dass ich attackiert werde, weil ich die Rettung für meine Frau rufe? Und zwar ohne Grund, die wird denunziert, die wird unglaublich niedergemetzelt. Daraufhin sagen solche Leute, nein, das habe ich mir nicht angeschaut. Aber Sie schreiben in Ihrem Gutachten, das dann der Steuerzahler bezahlt, und das sind zwischen 350 Euro und 800 Euro, je nach Gutachten, jedes Mal vom Steuerzahler bezahlte Summen, zusammengerechnet auf Österreich, ich möchte gar nicht wissen, was da 200.000 Fälle gibt, dann rechnen Sie es einfach zusammen, das sind schon in die Millionen. Man kann mit diesem Geld sinnvoller umgehen und arbeiten, und ja, ich werde das Video jetzt eigentlich gleich nutzen, als Ansprache für den österreichischen Nationalfeiertag. Ich wünsche mir für Österreich und für die Zukunft Österreichs, dass man in der Politik nicht hier persönliche Interessen verfolgt oder einzelne politische Parteiinteressen, denn in Wahrheit ist es viel einfacher, verschiedenste Interessen doch zu befriedigen, und zwar indem man gemeinsam mehrere Lösungen hat, und zwar für jeden Einzelnen eine Lösung bietet. Das ist möglich. Nur sich gegenseitig zu bekämpfen und die Zeit, die dann verstreicht, kostet ja auch wieder Geld. Womit wir eigentlich beim wichtigsten Thema sind, nämlich der Finanzierung eines Staates und wie der Staat ein soziales System finanziert. Das Bruttoinlandsprodukt, Export, Import, Einnahmen, Ausgaben. Also, werte Regierung, ich habe Sie jetzt mehrfach gebeten, mich einzuladen. Sie werden sehr schnell feststellen, kommen Sie mir mit irgendeinem Problem und ich werde Ihnen innerhalb von 15 Minuten
konkrete Lösungsschritte geben. Wenn Sie diese dann einhalten, werden Sie sehen, dass das Problem, das Sie hatten, nicht mehr existiert. Zurück jetzt eben Finanz und so weiter, betrifft aber weltweit. Wir leben in einer Wirtschaft, wo sich Großkonzerne gegenseitig bekämpfen, fusionieren, ausschalten. Da geht es um eine Alleinherrschaft scheinbar auch in der Wirtschaft. Muss ich auch konkret an meinen Freund, den Amerikaner, aber hier auch wieder an die politischen Interessensgruppen, Demokraten, Republikaner, schon eines sagen. Warum ist man auch in Amerika nicht bereit zu sehen, dass das alles ein alteuropäischer, hierarchischer, komplexer Haufen ist? Und vielleicht gehen wir ab. Wir wollen ja in eine neue, bessere Zukunft, wo wir Energien und Ressourcen verwenden, die keinen Umweltschaden anrichten, ist schon möglich. Ja. Wie gesagt, solange sie sich gegenseitig bekämpfen, damit irgendjemand Nummer 1 ist und irgendjemand will dann Nummer 2 und 3 sein, dann wird er halt auf die ganz Kleinen so lange draufhauen, bis die nicht mehr da sind. Nur, das heißt ja nicht, dass die nicht mehr da sind, das sind dann unter Umständen Sozialfälle, die man dann später schwer bezahlt. Es ist möglich, eine Waffenindustrie im Jahr 2016 tatsächlich so umzufunktionieren, das hat man ja schon gemacht teilweise. Es ist möglich, jeden Industriezweig so umzufunktionieren, dass er nicht wirklich Verlust erleidet. Da wäre die Weltpolitik sehr gefragt, gell? Herr Obama, nicht immer alles auf Russland schieben. Russland ist ja wirklich der einzige Faktor, der Sie stört. Und zwar deswegen, weil offensichtlich der Amerikaner will Nummer 1 sein und damit auch irgendwie so die Weltherrschaft an sich ziehen. Warum sind sie bis heute nicht zum Beispiel in Sudan gegangen oder dorthin, wo ärmste Bevölkerungsgruppen sind, wo keine Ressourcen sind? Und warum geht die UNO nicht dorthin? Ja? Wir haben mittlerweile einen höchst bezahlten Apparat, wo man im Prinzip nicht die Probleme an sich angeht, sondern die Probleme schriftlich einmal festhält, dann wird großartig mit viel Geld in Drucke und sonstige Unterlagen investiert. Wissen Sie, genau da liegt das Problem am Flüchtlings. Allein das Wort Flüchtlingsproblem ist ja Wahnsinn, nicht? Ich müsste eigentlich sagen, kriegsführende Problematik erzeugt Flüchtlinge. So, was ist die Ursache? Der Krieg und nicht der Flüchtling. Ich wünsche mal jedem Österreicher, dass er selbst erlebt, wie das ist, wenn einmal eine Bombe durchs Dach reinkracht. Ja? Ob sie dann ein Leben lang traumatisiert sind, ist die andere Geschichte. Aber ich bin sicher, dass sie aus diesem Haus auch flüchten. Es geht auch in dieser Welt nicht mehr um die Frage Inländer oder Ausländer. Gell? Die liebe Menschheit muss jetzt echt aufpassen, denn sie overruled hier einfach Universalgesetze, Naturgesetze, versucht man hier einfach hintanzustellen. Und das geht ins Auge, meine Damen und Herren, in der großen Politik. Ich bin eher jemand, der nicht großartig sich da wichtig machen will, sondern ich versuche eigentlich dann nachzudenken, wo hier ein wirklicher Experte ist, der wirklich Interesse hat, das Problem an der Ursache zu packen, an der Wurzel, und nicht hier ein gekaufter Lobbyist oder sonst was wäre. So, wir haben 30 Minuten und jetzt sage ich wirklich auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Republik Österreich beendet ihren Terror gegen mich. Herr Schelling, noch einmal, wenn eine Finanzbehörde einen Menschen regelrecht denunziert oder daran hindert, Geld zu verdienen, frage ich mich, für was Sie hier Steuern einnehmen wollen. Und gerade in meinem Fall, in der Causa Lanecker, geht es einfach um Bundesskandale.
die eine derartige Tragweite haben, dass hier tausende Firmen ja involviert sind und auch tausende politische, hochrangige Köpfe. Nur, wie gesagt, das Problem lösen sie nicht, indem sie den Herrn Lanecker ausschalten, weil er halt etwas publik gemacht hat, das natürlich so war und ist. So. Peace. Victory. Und Halloween ist eigentlich eine lustige Sache, sollte auch lustig bleiben. Mein Appell auch an alle Jugendlichen, versucht es einmal ohne Alkohol zu feiern, das ist viel lustiger, sie haben am nächsten Tag kein Kopfweh. Und ich glaube, sie können das, was sie machen, viel mehr genießen, denn sie kriegen es ja wirklich mit. Ich verstehe das aber, liebe Kinder, dass sie sich ja ein Vorbild an ihren Eltern oder an Erwachsenen nehmen. Die scheint es da in Österreich wirklich mit 45%, kann man sagen, fast täglich mit Alkohol sich antanken und dann lustig sind. Das ist aber in Wahrheit gar nichts Lustiges. Das schädigt jede Gehirnzelle und wird in Zukunft dafür sorgen, dass sie halt auch Demenz oder Alzheimer oder sonst was kriegen. Noch einmal, es gibt nur drei Nervengifte, die wirklich relevant sind. Das ist Alkohol, Nikotin und alle Opiate. Das Cannabis gehört nicht dazu. Man muss aber auch hier festhalten, gell, liebe Kinder, ein Joint rauchen und saufen bedeutet einfach den geistigen Untergang. Man bekommt hier schon Schizophrenie. Ja, wie gesagt, das Schlusswort sollte, wie gesagt, sein, wenn wir unsere Kinder lieben, führen wir sie nicht weiter in die Irre. Danke. Auf Wiedersehen.